Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Ich habe meinen Fernseher, glaube ich, ein bisschen laut gestellt. Nein, es geht. Okay. Vorsicht ist besser als alles andere. Alrighty then. Ich möchte nicht mit dem Resonieren anfangen. Ja, der ist gerade unterwegs, aber vielleicht geht das ja trotzdem. Wie mache ich das hier mit den Transferprotokollen? Es geht nicht, wenn er unterwegs ist. Kann das sein, dass unser Söldnertrupp... Okay, machen wir eventuell in ein paar Sekunden und eventuell... Auch nicht. Resonieren wir so lange. Eine klitzekleine Klinge auf Sieg. Vielleicht bringt's ja was. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Denn ich möchte ja wirklich gerne Wulfric auf Sieg haben, habe ich entschlossen. Denn auf Nia bringt der mir so gar nichts. Also... Du bist eine Gammelsklinge und hast demnach wahrscheinlich unwahrscheinlich ganz... Nein, keine Superkräfte. Warum auch? Und wenn wir jetzt hier wieder reingehen, ist dann... Zeig mir, wer drin war! Wulfric war dabei. Sehr gut. Okay, also Reflex Klingenliste Wulfric Gerü Transferprotokoll Sieg. Cool. Klinge hat mit einem neuen Meister resoniert. Jetzt runden wir das alles noch ab, indem wir Sieg noch so ein Ding in die Hand drücken und dann rennen wir auch schon los. Ich will eigentlich gar nicht viel Zeit verlieren, weil ich selber auch sehr gespannt darauf bin, was denn Siegs Heimatland so zu bieten hat, das gute Tantal. Also, lass mal sehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Nein. Nein, natürlich nicht. Kannst du was Tolles? Ja, ein paar Sachen kann sie. Okay. Und Charaktere. Sie kann jetzt festlegen, zumindest. It sounds fun. Wulfric. Okay. Jetzt hat der zumindest. Oh, war ich da noch gar nicht? Oh! Upsala. So, bevor ich jetzt auf anderes was ausgebe, Glück, maximale KP, Agilität, schauen wir uns lieber das hier an. Zur Kampfbeginn aufgeladen, sofort einsetzbar. Ich muss das vorhergehende Talent, leck mich. Ermöglicht Anschluss von Meistertechniken an Meistertechniken. Das ist cool. Stärke um 10. Anschlüsse aufladen. Spezialtechniken 20. Kritischen Schaden um 10. Da habe ich mir natürlich gerade die Dinger rausgesucht. Na, das konnte ich ja natürlich vorher nicht wissen, oder? Doch. Klar konnte ich das. Ich war nur zu dumm dafür. Okay. The Eye of Shining Justice is throbbing. Er hat gesagt, Throbbing heißt sowas wie es juckt. Sehe ich das richtig? Okay, Sieg. Alles klar. Okay. Dauer von Schleudern ist natürlich geil. Aber es ist teuer. Ja, was wird bei Wiederbelebung des Gefährten? Okay. B-Knopftechnik direkt einsetzbar. Nett.
Aber dafür habe ich natürlich wieder den nicht. Das klingt schon ganz sinnig. Holen wir uns das. Spare ich jetzt Punkte? Crit um 10 ist schon ganz cool. This is my true power. Okay. Komm, komplett drü. Ich bin ja. Wenn wir schon mal hier sind. 50%ige Chance, tödliche Treffer zu überleben. 1 KP plus 5 Sekunden unbesiegbar. Oh. 50%! Das ist jeder zweite, das ist nicht schlecht. Kampfbeginn aufgeladen, sofort einsetzbar. Nehme ich. Ach komm, Y-Technik, natürlich. Nice. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir uns die Klamotten von allen Klingen mal angucken. Damit die natürlich auch Wirkung zeigen. Das Dumme ist es natürlich, dass wir jetzt wieder umschalten müssen. Naja. Geh zur Lagerhalle der Goldmund in Argentum und fülle die Vorratskiste mit gebratenen Spießen. Vielleicht sollten wir das mal machen. Eigentlich wollte ich... Eigentlich wollte ich ja weitermachen. Jetzt habe ich mich wieder hier in solchen, solchen Dingern hier verstrickt, weißt du? Lagerhalle der Goldmund in Argentum und fülle die Vorratskiste mit gebratenen Spießen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was das heißen soll. Okay. Das können wir auch direkt mal losschicken. Fäustlingsklauen. Nee, ihr seid ja alle gerade. Nee. Du und... Ich habe ja wohl noch Klingen mit dem Katana. So, danke. Oi. Die Widersprüchler. Was ist das denn für eine komische Braut, ey? Okay. Also, folgender Plan. Was ist denn da los? Die Welt ist so grausam und leer, statt allgemeiner Freude bewegt die pure Verzweiflung. Van Lanon ist dahingeschieden, ihr Anblick war der einzige Balsam, den es für meine Seele gab. Meine Heimat Mor-Ardain soll gerade einen Friedensvertrag mit Uraya ausarbeiten. Da muss irgendein hohes Tier von Fans lächeln bezaubert worden sein. Oh Fan, wärst du doch noch unter uns. What the shit, Alter, weg hier. Und, ja, Katte Sinderü. Tantal from here.
I assume the Praetor has a ship waiting for us. Hey, Shalad. What? Are we really gonna just leave Morag behind? Who's leaving anyone? She's got her own priorities, you know? Yeah, but still. Anyway, her schedule is filled with official duties right now. For sure. It's just a bit of a shame, is all. You know, since we came all this way together. I guess I know how you feel, chum. Huh? Speak of the devil. Die kann uns ja nicht im Stich lassen. Außerdem brauche ich verdammt nochmal Kloppy zurück. Banners going for the summit. On top of everything, an assassination attempt. If blood gets spilled at the summit, it'll mean war. War's good for business, after all. I guess he wants to use that to get himself back in with the guild. Why, that little? I was wondering where he'd slunk off to. What a sneaky git. It seems acting chairman Niranira wishes to take care of this incident covertly, to avoid it reflecting badly upon the guild. So you came to us? If we mobilize the army, the whole thing will become public. Oh, I get it. So we're a more convenient solution. I'm not forcing you. If you refuse, Bridget and I will do what we can alone. Ah, come off it, lady. You wouldn't even think of dragging us into this if you thought you could handle it on your own. I suppose not. You know Banna as well as I. There's no telling what he might be plotting. According to acting chairman Niranira, several giant weapons were being built at the factory where we last saw him. And one of them is currently unaccounted for. Giant weapons. Got it. Besides, you know, we've got our own score to settle with him. Thank you. It will be easier to focus on my duties knowing you are on the case. Good luck. Fein. Also nicht Tantal. Handlungsmission. Banners Verschwörung. Okay, alles klar. Okay. Oh wow, wir können anscheinend mit ein paar Leuten reden. Ist Morag jetzt wieder im Team? Nein. Fuck. Also, mein Söldnertrupp ist wieder da. Okay. Eine von diesen Folgen. Hätte ich jetzt auch wieder nicht gedacht. Alright. Planänderung, wir spielen so lange, bis wir Morag wieder im Team haben. Und wie wär's, wenn wir noch mal Glanzkatanas? Also wie wär's, wenn wir, nachdem wir Morag im Team haben, uns mal wieder auf ein paar Sidequests stürzen? Ich habe mir ja sagen lassen, das Spiel gewinnt mehr an Charme, wenn ich diese durchziehe. Allerdings dürfen wir das auch nicht übertreiben, nein, nein. Denn, wie wir von der E3 wissen, steht das nächste DLC im Haus, was viele Vorgeschichten zu Jin mitbringt. Also dürfen wir uns nicht zu sehr Zeit lassen, weil das möchte ich ja gerne aktuell behandeln. Schwierig. Sehr schwierig. Also, erstmal Morag wieder zurückholen und dann schauen wir uns mal die ganze Kacke an. Also, Diskreta
Tower hat Angst um Sicherheit von Gipfeltreffen-Dings. Hat jemand was Verdächtiges beobachtet? Ja, schon. Da waren neulich diese komischen Vogelwesen. Es waren keine Noppern, sie waren etwas größer und wirklich sehr, vogelartig. Ich habe schon mal Bilder von ihnen gesehen. Und verpiss dich, Fliege. Das ist mein Studio. Geh weg. Ich habe schon mal Bilder von ihnen gesehen in einem Bilderbuch, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Trutans? Stimmt, so heißen die. Trutans. Danke, ich habe mir die ganze Zeit den Kopf darüber zerbrochen, wie die hießen. Jetzt frage ich mich nur noch, was diese Trutans wohl hier bei uns wollten. Ai, danke. Das ist doch mistfähig. Gott! Alright, dann, ja. Labern wir doch mal mit ein paar Leuten. Tora hat Angst um Sicherheit. Bla, ehrlich gesagt, fällt mir hier so einiges auf, um genau zu sein. Mir stößt es auf. Das war immer zu viel. Ah, und auch die Orianer und Gormotti hier kommen wunderbar miteinander aus. Aber diese Typen hier stehen da mit ihren Kriegswerkzeugen und funkeln sich gegenseitig an. Halb Arrest muss alarmiert stramm stehen, nur weil da zwei, drei Nasen ein paar Worte miteinander wechseln. Es ist lächerlich, findet ihr nicht? Anstatt ihre Ressourcen für eine solche Farce zu verschwenden, sollten sie etwas gegen das Leid der Völker tun. Es ist so frustrierend. Ich denke, die Herrscher dieser Nation könnten einiges vom Flüchtlingslager hier lernen. Mhm. Interessant. Und du so? Sag mal, ist dir irgendwas Verdächtiges aufgefallen in dem ganzen Treiben um das Gipfeltreffen? Eine Sache kam mir in der Tat merkwürdig vor. Da war so ein Noppern, der hat gefragt, wobei uns giftige Substanzen gelagert werden. What the shit? Ich habe ihm natürlich gesagt, dass es sowas hier nicht gibt. Da ist er dann schließlich wieder gegangen. Aber ich habe gehört, dass er auch anderorts rumgefragt hat. Gott, jetzt habe ich sie erwischt. Ich habe es am Handrücken gespürt. Get wrecked, bitch. Wer weiß, was der im Schilde führte. Irgendwie gruselig, oder? Großes Dankepon. Aha. Okay. Ist das eine da unter der Brücke? Eins wird mir noch angezeigt. Shit. Der Rest ist also dann weiter oben. Aber du hast noch einen Stern. Und wo soll ich nun den Meißel ansetzen? Es geht. Oh, hallo, ich habe Gianluca und... Was? Ich heiße Gianluca und arbeite gerade an dieser Statue hier. Mein Ziel ist es, die schönste Statue in ganz Allrest zu meißeln. 20 Jahre arbeite ich schon nun daran. Boah. Ich hoffe nur, die Statue wird fertig, solange ich lebe. Wenn ich nur wüsste, wie ich weitermachen soll. Mir doch egal. Ne. Okay, wenn ich hier nur ein bisschen schneller rennen könnte. Das ist ein großes Dingsbums. Okay, da am Steg ist noch einer. Dum-di-da-di-dum-di-da-di-dum-di-da-di-dum. Ah ja, Wachen kann man immer fragen. Hallo, Olinda. Sag mal, ist irgendwas Verdächtiges aufgefallen in dem ganzen Treiben um das Gipfeltreffen? Tja, vielleicht hegen die Ardeiner dubiose Absichten. Wundern würde es mich nicht. Aber ich kann dir versichern, dass wir Orianer nicht zum Schilde führen. Königin Rakura steht zu ihrem Wort. Und zu ihrer Hässlichkeit. Und wir vertrauen unserer Königin. Wenn sie eine Waffenruhe befiehlt, dann legen wir die Waffen nieder. Von daher gibt es keinen Anlass zur Sorge. Aha. Umgekehrt würde ich allerdings auch bis zum Tode gegen die Ardeiner kämpfen, wenn sie es befiehlt. Ihr tut gut daran, dies nicht zu vergessen. Ja, danke, glaube ich. Auch von meiner Seite ergibt's Dank. Fuck you. Sie sind alle immer so freundlich zueinander. Das ist ja der Wahnsinn. Und du so? Van Lanors Begräbnis war wirklich sehr feierlich und prunkvoll. Ihre Schönheit wird mir auf ewig in Erinnerung bleiben, wie auch die Trauer über diesen schmerzlichen Verlust. Was soll denn nur aus Indol werden, ganz ohne Van Lanorn? Dass die sich alle nicht wundern wegen dieser Klingensache. Ich hoffe inständig, dass dies den Frieden im Land nicht beeinträchtigen wird, doch ich habe so meine Zweifel. Tja nun, okay Leute,
Ich denke, wir machen heute mal pünktlich Schluss und klappern die ganzen anderen Penner morgen wieder ab. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so endet, aber... Okay, also, ne? Liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen, ganz wichtig. Und drückt auch auf die kleine Klingel. Ich bin raus für heute. Blank out!